Hallo, ich bin Desidius. Doch alle in der Stadt nennen mich nur Dizzy. Ich mag vielleicht nicht so aussehen und gerade der Stärkste bin ich auch nicht, aber ich bin Schmied. Dieses Handwerk habe ich von meinem Vater gelernt. Er wollte schon immer aus mir einen starken Mann machen, doch ich zähle meine Stärke nicht auf meine Muskeln, sondern auf meinen Grips auf. Diese beiden Fähigkeiten zusammen, die Schmiedekunst und mein Grips, haben mich schon des Öfteren in bremsliche Situationen gebracht, weil ich immer wieder neue Erfindungen kreiere. Doch zuletzt haben mir diese Fähigkeiten tatsächlich meinen besten Freund beschert. Es war der schwarze Freitag des Monats. Warum dieser Tag der schwarze Freitag heißt, willst du wissen? Nun, einmal im Monat greifen wilde Pferde, auch Atacamas genannt, unsere Stadt an und verwüsten alles, was ihnen im Weg steht. Sie fressen unser Proviant. Zerstören unsere Gebäude und verscheuchen unsere Kühe. Der Anführer dieser Atacamas ist ein schwarzes Pferd. Es ist in der Nacht kaum zu erkennen und ist größer und stärker als all die anderen Pferde. Zudem scheint es das einzige seiner Art zu sein. Zumindest hat die gesamte Stadt noch nie ein zweites Pferd dieser Ausmaße gesehen gehabt. Alle nennen es nur Nachtschatten. Sogar der Sheriff hat Angst vor ihm. An jenem schwarzen Freitag haben die Stadtbewohner den Akatamas jedoch den Krieg erklärt und wollten sie endgültig in die Flucht schlagen. Ich war für die Ausrüstung der Stadtbewohner zuständig. Feinstes Stahl schützte ihren Körper und überzog ihre Waffe. Ich wollte auch mitkämpfen, doch die Stadtbewohner lachten über mich und meinten, ich sei doch viel zu dürr, um zu kämpfen. Sie hatten recht. Ich konnte ja nicht mal mein Schwert 5 cm über den Boden halten. Wie soll ich so kämpfen? Doch ich wollte es allen beweisen. Ich baute aus ein paar Leinen und 3 schweren Metallkugeln eine Art Bowler zusammen, welche ich auf meine Armbrust festspannte. Nun hieß es warten. Am Abend war es dann endlich soweit. Wir hörten es aus der Ferne schon trampeln. Die Akatamas waren unterwegs. Alle begaben sich auf Position. Am Horizont konnte man Staub aufbrausen sehen. Das Trampeln der Akatamas wurde immer lauter, bis sie auf einmal stehen blieben. Die Akatamas bildeten eine Reihe. Es waren bestimmt 50 Stück. Zwischen ihnen konnte man ganz leicht die Umrisse eines großen schwarzen Pferdes sehen. Das musste der Nachtschatten sein. Der Nachtschatten wieherte und die Akatamas galoppierten los. Ein erbitterter Kampf zwischen Stadtbewohnern und Akatamas entbrach. Da die Stadtbewohner mich sofort in meinem Haus einsperren würden, wenn sie sehen würden, dass ich mitkämpfe, schlich ich mich heimlich aus meiner Schmiede. Etwas weiter entfernt von den anderen Stadtbewohnern lag ich mich auf die Lauer. Mein Ziel war der Nachtschatten. Der Nachtschatten stand regungslos auf einem Hügel. Ich näherte es mir langsam, ohne dass es mich bemerkte. Als ich in Reichweite war, zielte ich auf es und schoss los. Mein Herz raste wie wild. Der Rückstoß der Armbrust ließ mich auf den Boden fallen. Ich dachte mir, wenn ich verfehlt habe, bin ich tot. Der Nachtschatten würde mich nicht am Leben lassen. Doch als ich mich aufrappelte, war weit und breit keine Spur des Nachtschattens zu sehen. Ich ging zu der Stelle, wo der Nachtschatten eben noch stand. Und sah, wie es am Fuße des Hügels mit verknoteten Beinen lag. Ich habe getroffen! Jetzt musste ich nur noch den Kopf des Monsters abtrennen und den Stadtbewohnern zeigen. Dann würden sie nie mehr behaupten, dass ich kein echter Krieger wäre. Ich holte zum Schlag aus und ließ mein Messer fallen. Ich konnte es einfach nicht tun. Das Tier tat mir leid. Es schaute mich mit großen Augen an. Ich überlegte kurz und entschloss mich dann, den Nachtschatten loszubinden. Er sprang sofort auf und hielt mich am Boden fest. Jetzt bin ich tot, dachte ich. Doch was dann passierte, konnte niemand erahnen. Das schwarze Monster schlägt mir einmal übers gesamte Gesicht. Ich musste loslachen und der Nachtschatten wich von mir. Es rannte nicht weg und schaute mich einfach nur an.
Von da an habe ich gemerkt, dass wir von nun an beste Freunde sind. Als ich mit dem Nachtschatten zurück in die Stadt kam, wollten es alle sofort angreifen. Doch ich verteidigte es und konnte allen erklären, dass die Akatamas gar nicht so böse sind, wie sie schienen. Sie suchten lediglich Nahrung in dieser trockenen Welt. Von da an besaß jeder in der Stadt einen eigenen Akatama. Die Akatamas hielfen uns seitdem her bei allen möglichen Arbeiten und werden dafür sehr gut von uns gepflegt. Doch ich und mein Nachtschatten wollten weiterziehen. Wir hörten von einer Stadt, ein wenig weiter westlich von hier. Wir ritten also los in der Hoffnung, die gelobte Stadt zu finden. Vielleicht wird dort ja sogar ein Schmied benötigt. Wer weiß?